Du natürlich, Dani, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, das war ein unglaubliches Spiel. 2-0, hi. War nicht einfach, war ein guter Gegner, aber ja, wir haben sehr gut verteidigt und unsere Chance Tor gemacht. Aber ja, sehr, sehr gut, ein Clean Sheet auch zu 0 hinten, das war auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt ja, ich denke, wir haben jetzt viel Vertrauen für das nächste Spiel. Aber es war ja, es war ein geiles Spiel. Du bist jetzt das erste Mal für Aarau als Captain aufgelaufen. Wie hat sich das angefühlt? Ja, das war speziell. Ich bin sehr, sehr stolz. Also ich bin vor 2 Jahren hier gekommen, von einer kleinen Tür. Also niemand hat mich gekannt und jetzt 2 Jahre später, ich bin also einfach Captain von FC Aarau. Es bedeutet viel von mir, für mich. Und ja, sehr, sehr stolz und ich bin sehr, sehr, sehr froh mit dem Sieg und mit meinen Toren. Also. In 3 Tagen spielen wir bereits wieder. Wie gut tut uns der Sieg heute im Hinblick auf den Freitag? Ja, wie ich habe jetzt schon gesagt, es ist sehr, sehr gut für unser Vertrauen. Jetzt, wir haben viel, viel mehr Vertrauen. Und ja, wir spielen weiter in 3 Tagen und wir gehen in Winter einfach für einen Sieg, für die 3 Punkte zu holen. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Steff Keller, ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Ein Sieg zu 0 hier daheim gegen Wiel. Wie analysierst du die Partie so kurz nach Abpfiff? Ja, es ist vieles aufgegangen. Das Ziel war, nach 20 Minuten 1-0 vorzustehen. Das ist ja, wäre ja verrückt, wenn man das nicht jedem Match als Ziel rausgibt. Aber wir haben heute, ja, wir haben heute einen Matchplan gehabt, wo sicher auf das ausgelegt war. Die Spieler haben das sehr gut umgesetzt. Und dass wir dann in der 3. Minute 1-0 vorkommen, das lässt uns nachher mal das Spiel ein bisschen beim Gegner lassen. Wir wollen immer dominieren, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, einmal kann der Gegner sich die Räume gross machen, dann können wir davon profitieren. Und all mit allem ist es ein, in meinen Augen, sehr verdienter Sieg. Wir hätten dann höher müssen, können, wollen ausfallen. Aber ja, am Schluss weiss man auch, es gibt immer noch Sachen zu schaffen. Ich habe der Mannschaft gratuliert, wirklich, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und trotzdem, ich sehe natürlich hunderte kleine Sachen, wo ich das Gefühl habe, würde die Mannschaft noch einfacher Fußball spielen, einfacher einen Sieg heimfahren, wo ich einfach auch in den nächsten Wochen und Monaten mit dieser Mannschaft verbessern will. Die Mannschaft ist super, sie setzen super Sachen um, sie nehmen die Sachen super auf. Und das ist eigentlich eine Freude und es wäre ja fast schade, wenn alles perfekt geht, dann hätte ich keine Arbeit mehr. Wir haben heute in der Meisterschaft seit längerem wieder zu Null spielen. Was haben wir heute in der Defensive gut oder vielleicht auch besser gemacht als in anderen Matchen? Ich würde gerne sagen, wir haben alle Duell gewonnen, aber das ist leider nicht so. Ich denke, wir sind sicher in der 2. Halbzeit von der Räumen her besser beieinander gewesen. Wir haben in der letzten Linie heute defensiv herausragenden Marco Thaler gehabt, der das Zeug zusammengehabt hat, wo uns nochmal eine andere Dimension gibt gegen eine lange Bälle vom Gegner. Sonst, ich würde eben gerne sagen, wir haben alle Duell gewonnen und alle 2. Bälle, aber da bin ich sicher, dass das nicht so ist. Das ist ein Verbesserungspunkt. Aber wir haben in der letzten Linie sind wir wirklich sauber gewesen, defensiv schästen und wir haben in meinen Augen unsere stehenden Bälle gegen uns haben wir sehr gut verteidigt. Es sind jetzt 7 Runden gespielt und die ersten 4 Teams trennen nur 1 Punkt. Die Liga scheint sehr ausgeglichen. Was bedeutet das für uns? Ja, dass wir in der Mix sind. Wir sind dort oben, wo wir sein wollen, wo unser Anspruch ist und wo so Sieg dazugehört, wo aber halt auch mal dazugehört, dass sich ein Gegner verbarrikadiert und wie man Cup-Spiel gegen uns mit einem Punkt sehr, sehr zufrieden ist, wo sich nachher der Trainer wie Niverdon fast nicht entschuldigt, aber einfach sagt, ja, wir wären zu gut bedient gewesen, da kannst du dir aber nichts kaufen. Gleichzeitig, ja, ich hätte heute auch gerne 5 Punkte mehr. Es wäre möglich, aber man kann sagen, es hat auch schon 1-2 Spiele gegeben, wo, wenn man es genau analysiert, das machen die wenigsten. Die meisten schauen im Internet, wo man hätte können verlieren. Von dem her, wir sind nicht unzufrieden, aber wir wissen, dass wir noch Luft nach oben haben. Danke vielmals.